Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt noch die Pressmission auf der 26 komplett beendet. Das heißt, wir können unsere Ballenpresse wieder zurückgeben, die wir gemietet hatten. Hab die Ballen auch schon eingesammelt, aber wir geben jetzt als allererstes mal die Presse zurück. Zurückgeben, ja. So, und dann gehen wir natürlich erstmal hier noch den Kurs rauswerfen und hier auch. Jetzt sind wir hier wieder im LKW, das heißt, wir können jetzt diese ganzen Verträge abschließen und wir sehen, wir haben wieder 300.000 auf dem Konto. Den können wir natürlich auch abschließen. So, das heißt auch, wir werden jetzt wieder die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen, damit wir in den Mai kommen. Und wir sehen auch, oder die Waldfee, der Fischer braucht bald wieder Diesel. Und die Gewächshäuser brauchen natürlich Mist und Dünger. Aber das machen wir dann am nächsten Tag. So, jetzt fahren wir als allererstes natürlich die Ballen zum Kuhstall. So, hier schön rumfahren. Und wie wir sehen, ist noch kein Mist produziert worden. Doch 3000 Liter. Also ist halt nichts, ne? So, theoretisch, wenn ich jetzt bis hierhin fahre. Ja, tun wir hier abladen. Da sehen wir auch, wie hier schön die Ballen jetzt reingezogen werden. Dann tun wir einmal hier aufladen und wieder abladen. Wahrscheinlich müssen wir es noch genau einmal machen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen Ballen auch wieder ausgelagert. Oder in den Kuhstall gelagert, sagen wir es jetzt so rum. Machen wir auch gerade wieder die 150er Ballen. Dann können wir nämlich hier wieder weitermachen. So, genau so hinstellen. Und dann sehen wir auch mal, wie viel Silage hier jetzt drin ist. Also hier sind schon allein knapp 600.000 drin, ne? Das ist echt der absolute Hammer. So. Natürlich machen wir hier noch mal ein bisschen weiter. So, hier ist hier voll. Der Kollege. Voll mit Ballen. So, da kommt er zurück. Halten wir mal ein bisschen an. Okay, können wir vorfahren. Ja, bis hierhin, denke ich mal. Und wir sehen, er tut sich alles reinziehen. Wie viel haben wir denn noch Kapazität? Boah, nicht mal allzu viel. Ah, die dürften noch reingehen. Die dürften noch reingehen. Jawohl, die gehen auch alle rein. Ne, die gehen eben nicht mal alle rein. Da werfen wir sie jetzt natürlich erstmal rein.
So. Und so. Das heißt, die Ballen sind jetzt auch drin. Und wir können jetzt hier wieder umschalten auf Euro-Paletten. Und jetzt können wir auch ein bisschen mehr spulen. Und jetzt kommen wieder Bretter. Aber Bretter wollen wir nicht nochmal verkaufen. Das haben wir ja erst verkauft. USB und Spanpalette, die wären jetzt auch mal interessant, wenn wir die verkaufen könnten. So, aber wir fahren natürlich jetzt erstmal hier schön gemütlich zum Sägewerk. Zip. So, genau. Oh, da hätten wir wieder einen Düngerauftrag. Ja, Düngeraufträge sind immer sehr lukrativ. Und die können wir eigentlich theoretisch auch immer nebenbei ein bisschen bearbeiten. Die Hühner laufen, die Kühe funktionieren. Die Gülle, ja, wahrscheinlich fahren wir auch mal einen kompletten Güllezug weg. 250.000 Liter einmal. Ach, jetzt kommt auch noch Saatgut rein vom Gewächshaus. Na gut, das kann ja erstmal warten. Eben Fischer-Leerpalette. Da wollte ich jetzt eben auch mal kurz nochmal in die Produktion schauen von Leerpalette. Und die gehen wir natürlich jetzt erstmal sofort auf Auslagern. Weil wir es können. Zack, zack. So. So, ich denke, jetzt kann man auch wieder die Auslagerung stoppen. Sehen, das Hackschnitzel geht natürlich auch nach unten. Und jetzt um 6 Uhr tun wir natürlich wieder mal die Zeit ein bisschen langsamer fortschreiten lassen. So, aber der hier darf natürlich fahren zum Fischer Palette Diesel abladen. Beziehungsweise nein, Zeltstoff Palette abladen. Da fährt er einmal hin. Machen wir sie einmal voll. Der Fischer braucht natürlich Diesel. Dann kriegt er auch Diesel. Zack, zack, haben wir wieder gekauft. Dann holen wir die Produkte ab. Zellstofffabrik, Leerpalette, die füllen wir natürlich auch noch auf. Wasser können wir auch wieder hinbringen. Und natürlich Papier, Karton und Klopapier wieder auslagern. Aber ich wollte hier natürlich in den Verkaufspreisauslöser mal noch reinschauen. Und zwar haben wir jetzt die Spanpalette. Wenn ich das jetzt auf höchste stelle, das passt natürlich nicht, ne? Richtig. Schauen wir erstmal mal hier in der Preisübersicht uns das alles an. Was ist denn hier so? Eben 1,7 ist so das Maximum. 1,7. Was haben wir hier? Das Maximum 1,8. Ich würde sagen Karton, Papier. 1,650, dass mir das bei 1,650. Okay. So. Ah ja, moin. Da passiert gar nichts. Okay. So. Das stellen wir natürlich auf Durchschnitt. Und dann gehen wir auf 60. Das stellen wir natürlich auf Durchschnitt. Das stellen wir auf Durchschnitt und das stellen wir auf Durchschnitt. Beziehungsweise, das dürfte doch ungefähr so sein, oder?
Papierpalette können wir verkaufen und natürlich das Klopapier dann. Wir haben natürlich noch eine Mission angenommen. Wohin geht denn die? 68. Da haben wir Malz liefern. Zur 68. Haben wir die eigentlich schon in unserem Repertoire? Nein, natürlich noch nicht. Machen wir erstmal einen neuen Kurs. F68. So. Das heißt, wir gehen natürlich raus zum Düngen. F68. Darf man natürlich fahren. Braucht auch so um die 5 Minuten bis dorthin. Also wir sind hier im Kleinen, dann nehmen wir den hier. So, jetzt machen wir erstmal Saatgut. Und nämlich da haben wir dann schon mal drei Gewächshäuser auf einen Streich wieder weg. Und dann können wir natürlich auch Mist wieder fahren. Und so weiter und so fort. Ja, Paletten haben wir auch noch, Paletten. Ballen haben wir ja auch noch ausgelagert. So, also haben wir erstmal wieder Saatgut weg. Dann sehen wir nochmal, was dann in dem einen einzigen nochmal drin ist. Das war alles jetzt, sagen wir, hier neun Einträge von den Gewächshäusern. So, dann diese Einträge machen wir weg. Von den Gewächshäusern und dann passt das. Dann müssen wir hier schauen, was da los ist mit dem LKW. So. Dann bringen wir ihn halt wieder hier auf Spur. Zack. Also, wir haben das Saatgut jetzt aufgefüllt. Viel Mist. Okay, Mist könnte auch reichen, dass wir das auffüllen. Und natürlich der Mineraldünger. Wir machen jetzt natürlich als erstes mal den Mist. Dann haben wir auch wieder drei Einträge weg, dann Mineraldünger. Die Leerpalette wird ja auch nebenbei jetzt erledigt. Und dann haben wir eine Papierpalette, wo wir verkaufen können. Oder wo wir verkaufen. Das heißt, ich fahre die ganzen Produkte hier runter. Und dann laden wir hier Papier auf, fahren das Papier weg. Dann laden wir Toilettenpapier auf und fahren das Toilettenpapier weg. Dann eben das Klärwerk wäre natürlich auch jetzt sehr, sehr hilfreich. Da haben wir auch wieder hier. Also ungefähr einen Tag machen wir ca. 14.000 Liter Mist. Das heißt, wir können pro Tag 7 Stunden aktuell die Düngeproduktion betreiben. Das wären pro Tag 7.000 Liter. Das wären ja ca. alle 3 Monate ein Monat durchlaufen. So. Sehen wir schön, hier geht ein Eintrag nach dem anderen jetzt wieder weg. So. Jetzt haben wir eigentlich nur die Leerpaletten.
den überschüssigen Mist natürlich in die Düngeherstellung. Wie viel holen wir hier raus? Mal 10.000. Müssten, glaube ich, reichen für die drei Gewächshäuser. Mist, nein. Dünger und zwar. Oder 8.000. Machen wir 8.000. Ja, 7.909 Liter. Ist okay. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.